Willkommen in der Klassikstadt Frankfurt zum Weekend Italiano Storico. Hier kommen Fans italienischer klassischer Fahrzeuge wie zum Beispiel von Alfa Romeo, Abarth, Maserati, Ferrari oder aber auch Fiat voll auf ihre Kosten. Anfangen tun wir heute mit einer Ausfahrt. Rund 250 Kilometer geht es hier um die Klassikstadt herum. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich die Teams so schlagen. Zu Beginn des Wochenendes steht der sogenannte Giro Francoforte auf dem Programm. Das ist die Rundfahrt rund um Frankfurt. Und hier müssen die Teilnehmer natürlich auch Sonderprüfungen absolvieren. Hier ist eine, bei der sie mit einem neuen Alfa Giulia auf Zeit durch zwei Kurse fahren müssen. Das heißt, eigentlich ist es ein Kurs mit geschachtelten Zeiten. Und wer hier am wenigsten Fehlerpunkte sammelt, der gewinnt schon mal die erste Wertung. Auch beim Mittagsstopp wartet auf die Teilnehmer eine weitere Prüfung. Aber sie müssen nicht hier mit dem alten Willys fahren, sondern dürfen einen modernen Jeep benutzen. Es geht wieder auf Zeit und den Anfang macht hier eine Wasserdurchfahrt. Eine der Prüfungen des heutigen Tages führt uns zum FCA Hauptquartier, denn hier im Keller des Gebäudes müssen die Teilnehmer mit dem neuen Fiat 124 Spider eine weitere Wertungsprüfung fahren. Es geht wieder auf Zeit, wer am saubersten fährt, kriegt am wenigsten Strafpunkte. Jetzt sind wir wieder zurück hier in der Klassikstadt, denn sie ist nicht nur Start, sondern auch Zielpunkt der heutigen Rallye. Die Fahrer und ihre klassischen Fahrzeuge haben rund 250 Kilometer und diverse Wertungsprüfungen hinter sich. Und das bei bestem Wetter. Ich denke, sie hatten jede Menge Spaß. Morgen geht's weiter, dann mit klassischen Rennwagen. Willkommen zum zweiten Tag des Weekend Italiano Storico. Heute dürfen wir klassische Rennfahrzeuge bewundern, die hier auf einem Rundkurs um die Klassikstadt ihre Kreise ziehen. Beim heutigen Gran Premio Alfa Romeo fahren historische Fahrzeuge der unterschiedlichsten Klassen mit. Wir haben hier ehemalige Tourenwagen, wir haben hier Alfa GTAs und sogar ehemalige Rallye-Fahrzeuge. Da ist für jeden Geschmack das Richtige mit dabei. Viele der Fahrzeuge, die wir heute hier sehen dürfen, haben echte Rennsportgeschichte geschrieben. Aber es sind auch Zeitzeugen vor Ort. Wir haben einen Ansprechpartner, der ist dafür berühmt geworden, dass er unter anderem Niki Lauda das Leben gerettet hat. Er erzählt uns, wie es früher war. Ja, natürlich waren diese Fahrzeuge als mechanische Fahrzeuge zu betrachten. Es gab keine Servounterstützung, keinerlei Elektronik, weil man nicht einmal wusste, was das sein sollte. Alles wurde von Hand ausgeführt. Das galt sowohl für die Fahrer als auch für die Mechaniker, wenn es um die Einstellung, Reparatur und Montage des Autos ging. Man kann sicher keinen Vergleich ziehen, weil die Technologie in qualitativer Hinsicht eine riesige Entwicklung durchgemacht hat. Daher lässt sich kein Vergleich zur Vergangenheit anstellen. Ich hatte das Glück und die Gelegenheit, für alle Automobilhersteller weltweit zu fahren. Das größte Glück ist jedoch die Tatsache, dass ich heute hier stehe und mit Ihnen sprechen kann. Denn leider waren zur damaligen Zeit Unfälle mit mehr oder weniger schweren Verletzungen oder auch schlimmeren Folgen an der Tagesordnung. Deshalb bin ich glücklich und höchst zufrieden, weil ich das tun konnte und es mir möglich war, zur Entwicklung des Motorsports beizutragen. Das war's vom Weekend Italiano Storico hier aus der Klassikstadt in Frankfurt. Es ist einfach immer wieder schön zu sehen, wie sehr sich die Menschen für italienische Fahrzeuge und vor allen Dingen für klassische Rennwagen begeistern können.